So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neue Informationen. Wir haben jetzt 13:30 gleich, aber ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, nach dem Stream mache ich noch schnell ein Shop-Video für euch. Das ist na dann damit hiermit getan. Erstmal an die neuen Zuschauer. Wie gesagt, wir machen Custom Games mit Preisgeld. Das Finale ist quasi morgen Abend. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze momentan aussieht. Hier ist die Tabelle: Coco Erster mit 16 Siegen, 52 Kills. Schlips ist Zweiter mit 10 Siegen. Dann kommt schon Yasin bzw. Toxic mit 5. Dann Melosch mit 5. Dann Veki war gestern Abend ziemlich stark, also hat 3 Siege geholt. Hätte sogar noch mehr haben können, aber hat nicht immer so gereicht. Und den Rest seht ihr ja. Also, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, gerne mitmachen. Wir haben gestern Abend, wie gesagt, im Livestream einen neuen Teilnehmerrekord gehabt von 44 Teilnehmern. Gruß geht an jeden Einzelnen raus. Das Passwort versuchen wir jetzt festzunageln mit Family, klein geschrieben. Müssen wir einfach mal gucken. So, dann des Weiteren haben wir die Skin-Verlosung. Ich denke mal, dass wir das heute hinkriegen. Ich habe noch zwei Tagesaufgaben, also 800 V-Bucks werden wir auf jeden Fall definitiv hinkriegen. Von da würde ich sagen, heute definitiv Skin-Verlosung. Wir werden gleich dann im Shop gucken, welcher Skin es sein kann, beziehungsweise ob überhaupt eine 800er Skin drin ist. Ansonsten müssen wir nämlich noch vielleicht einen Tag warten. Aber wenn du vorhast, wirklich einen Skin zu gewinnen oder eventuell bei den Custom Games mitmachen willst, dann gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Warum die Glocke aktivieren? Nicht für mich, sondern für dich, weil du siehst dann einfach, wann kommen neue Shop-Videos hoch mit neuen Informationen. Und des Weiteren natürlich siehst du, wenn ich online bin. Was natürlich dann bedeutet, eventuell Abo zocken, Custom Games oder was auch immer gerade so ansteht. Das Wichtige ist, wenn du die Skins gewinnen willst, richtig, Freundschaftsanfrage bitte schicken. Warum, wieso, weshalb, ist eigentlich ziemlich simpel erklärt. Weil wir müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein, wenn wir uns natürlich gegenseitig einen Skin schenken wollen. Ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme von Epic selber, dass wenn wir gehackt werden, dass unser Account ein bisschen sicherer ist und nicht direkt alle V-Bucks rückgekauft, also dass kein Skin gekauft wird und der direkt rübergeschickt wird. Dann, ich muss einfach, auch wenn ihr es schon oft gehört habt, nochmal vielen Dank sagen an, zumindest mal hier ist nur ein Teil davon, es sind inzwischen fast 30 Leute, die gespendet haben. Ich kann da nur jeden Einzelnen, ich kann einfach nur Danke sagen. Gestern kam Knacks noch dabei, hat 12 Euro gespendet. Gruß geht da definitiv raus. An Mr. Sinox geht ein Gruß raus, der gestern auch nochmal, ich glaube, 3 Euro oder 2,33 Euro rausgehauen hat. Auch da natürlich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Aber der Kracher ohnehin ist natürlich Jan. Beim Jan, keine Ahnung, kann ich einfach nur sagen: Respekt. Und vielen, vielen Dank dafür. So, und dann würde ich sagen, gehen wir auch rein in den Shop. Ich habe schon mal reingeguckt, also die Hauptskins weiß ich. Und ihr habt bestimmt schon am Titel gesehen. Es würde weihnachtlich. So, 1, 2, 3. Oha. Gerade gucken. Ah, ein 800er Skin haben wir. Da müssen wir dann nachher mal reingucken. So, dann gucken wir uns die zwei Weihnachtsskins mal an. Einmal Rotnasenranger ist drin. Der Skin natürlich, die sind halt bekannt. Ist halt von Season 7. Ist halt der kleine Ben ein bisschen verkleidet, aber trotzdem, es ist einfach ein geiler Skin. Gerade jetzt zu Weihnachten, wenn hoffentlich dann mal der Schnee langsam ein bisschen kommt, dann sind die Skins natürlich 1A. Also man sieht auch sehr viele Weihnachtsskins jetzt inzwischen, auch die alten. Hier ein richtiger OG-Skin aus der Season 1 noch. Also wer noch nicht hat, ich habe ihn auch noch nicht. Dann gönnt ihn euch, weil wie gesagt, der nächste Mal kommt der wahrscheinlich erst im Winter. Und zwar 2020. Also, wenn ihr die V-Bucks gerade übrig habt, holt euch einen OG-Skin. Hier ist er. Ich sage allein die Hose schon. Ich sage, Weihnachtsskins sind echt, mir persönlich gefallen die insgesamt am besten von allen Skins, die wir haben. Weil Weihnachten ist einfach, ja, wird blöd an, aber ist halt schon ein schönes Fest, wenn man so will. So, das sind wie gesagt die zwei Weihnachtsskins. Ach, der kostet ja auch 800 V-Bucks, also können wir den heute auch verlosen. Also, ich denke mal, da werden einige vielleicht noch warten im Kaufen und warten auf unsere Verlosung. Wann wir die genau machen, müssen wir im Stream gucken. Also, wie gesagt, nicht vergessen, abonnieren, also quasi Abo dalassen und Glocke aktivieren.
So, das waren die zwei. Und dann haben wir hier noch, wir haben die Mighty Pickaxe. Hier haben wir die ganz alte Season 1 Zuckerhacke. Und die ist auch reaktiv. Also die hört. Im Prinzip ist es wie die Mighty Pickaxe, nur halt mit anderem Stil. Also, wer die Mighty Pickaxe nicht bekommt, kann sich aber wenigstens die hier holen. Wie gesagt, Season 1. Mehr braucht man eigentlich dazu schon fast nicht mehr sagen. So, dann auch noch der ganz alte Gleiter. Und wenn ihr wollt, können wir auch den verlosen. Müssen wir halt einfach mal gucken, was ihr da halt haben wollt. Beziehungsweise der Gewinner kann sich ja sowieso aussuchen, was er haben will. Welchen Skin oder vielleicht auch den Gleiter. Müssen wir dann einfach mal gucken. Wir haben halt gesagt 800 V-Bucks, aber wenn der Gewinner sagen will, nee, ich hätte gern das und das, ist das natürlich auch kein Problem. Also wie gesagt, der Gleiter und die Spitzhacke. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was, nämlich Stillschweigen. Einer von meinen Abonnenten hat den Skin gehabt heute im Spiel und ich muss sagen, er sieht wirklich nice aus. Aber wie gesagt, ohne Rückenaccessoire gefällt er mir einfach besser, weil das Rückenaccessoire, ja, ist ganz okay, aber den würde ich halt echt komplett ohne spielen. Wie gesagt, gestern habe ich schon gesagt, es sieht einfach nice aus. Ich weiß nicht warum, ich mag einfach diese dunklen Skins. Hat einfach was. Ist stylisch, komplett, nicht übertrieben. So könnte quasi auch einer im Krieg rumlaufen. Aber ist halt auch eine Schattenkriegerin quasi, sage ich jetzt einfach mal so. So, dann haben wir da natürlich noch die schönen Klingen. Die habe ich allerdings noch bei keinem von uns gesehen. Aber ich denke mal, die sind auch nicht verkehrt. Sind halt wirklich, die passen auch zu vielen Skins. Die passen auch zu dem 100er Skin, wie schon mal erwähnt. Mal gucken, vielleicht kommen da noch andere Stile dabei. Vielleicht wird die auch noch ein Weiß geben. Könnte ich mir nämlich eigentlich auch vorstellen. Aber gucken wir einfach mal weiter. Dann haben wir hier nämlich noch die Tarnung, die mir eigentlich wirklich auch sehr gut gefällt. Ist halt schlicht und einfach. Aber hatte ich ja gestern schon gesagt, bei der MP sieht sie gut aus. Und beim Scharfschützen wir auch. Pistole. Pistole, beste. Sieht wirklich perfekt aus, die Waffe. So, dann hier, wie ich sage, eigentlich passt die Tarnung überall drauf. Ist halt schlicht und einfach. Schwarz-weiß passt eigentlich immer. Ob jetzt grau-schwarz oder weiß-schwarz, ist ja mal dahingestellt. Aber es gefällt uns eigentlich allgemein immer. So, des Weiteren haben wir im Shop die Schattenagentin mit passendem Rückenaccessoire. Mit dem kleinen Raumschiff. Ah, zwei verschiedene Skins. Wechselst du? Auswählbare Stile, aber die hat doch keine anderen. Ah, doch. Ah, stimmt, der ist weiße. Ne, aber ein Weiß würde ich die überhaupt nicht spielen. Wenn schon in Schwarz und selbst da gefällt sie mir nicht so wirklich. So, des Weiteren haben wir Chris Cross. Das ist ein stylischer Tanz. Den habe ich auch ziemlich selten gesehen, muss ich sagen. Und die Musik sagt mir nämlich auch nichts. Ist, glaube ich, auch schon länger nicht mehr drin gewesen, meine ich. Vielleicht. Hat was. So, dann Aufheulen ist wieder da. Sieht natürlich bei dem Skin auch nicht schlecht aus. Einmal noch. Bruder muss los. So, dann haben wir noch langsames Klatschen. Das ist halt natürlich richtig nice. Das ist so provokant. Und dann haben wir Cole noch mit drin. Also wie gesagt, auch der Skin wäre heute vielleicht möglich zu verlosen. Also was verlosen angeht, weil wir gehen noch gerade auf das echt intensiv. Ah ja. Kenn ich auch nicht. Alter, die guckt. Die ist ja voll drauf. Ich glaube, die hat eindeutig zu viele Tabletten geschluckt. Hi. Also, wie gesagt, entweder der Skin heute oder eben der Skin. Es liegt halt an euch. Sucht euch einfach aus. Ich werde auch heute noch eine Umfrage machen, was die zwei Skins betrifft. Oder ob wir überhaupt noch eine Verlosung machen sollen. Oder ob wir halt warten sollen, bis vielleicht noch ein besseres Skin kommt. Aber wie gesagt, guckt heute mal ein bisschen in der Community rum.
weil da werde ich, wie gesagt, die Umfrage machen. Beim letzten Mal haben wir 100 noch was mitgemacht. War dann ziemlich eindeutig, 88% wollten, dass wir den Skin verlosen. Haben wir dann auch gemacht. GG nochmal an den alten Mann. Kappa. So, und denkt dran, wenn ihr was kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen. YT-FamilyHack. Gruß geht an jeden raus. Weil über den Creator-Code, wo ich natürlich auch Einnahmen bekomme, durch das, was ihr einkauft, bekomme ich, wie gesagt, auch was. Und ihr bekommt ja auch wieder was zurück anhand von Custom Games, von Skins etc. pp. So, dann gibt es noch eine Neuigkeit. Ich weiß nicht, ob es einige mitbekommen haben. Aber Risky Reels wird ein bisschen umgebaut. Und da auf der Kinoleinwand können wir nächste Woche, Samstag um 19:30 Uhr fängt das Event an. Und also dann sollen wir da sein. Ich schätze mal, dann gibt es wieder eine separate Lobby. Und wir können dann um 8 Uhr fängt das Event richtig an. Also da werde ich definitiv live sein. Also auch da am Start sein. So, was Rettet die Welt betrifft, leider habe ich persönlich keine V-Bucks-Aufgaben gefunden, aber ihr wisst ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare hier rein. Ich werde euren Kommentar dann anpinnen, so wie ich es eigentlich die letzten Male auch gemacht habe. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Shop. Wie gesagt, ich denke mal, in ein paar Stunden werde ich wieder online sein. Und in dem Sinne, haut rein.